Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. Ja, wir machen im Steuerrecht da weiter, wo wir aufgehört haben, und zwar mit Verkehrssteuern Teil 2 von 2 quasi. Das heißt, wir gehen jetzt einfach da weiter bei den Steuerarten, die zu Verkehrssteuern zählen, aber wir noch nicht behandelt haben. Das sind unter Punkt 1 die Feuerschutzsteuer. Ihr werdet sehen, die hängt sehr mit der Versicherungssteuer zusammen. Zweitens die Schankerlaubnissteuer. Drittens die Kfz-Steuer, das wird auch der Schwerpunkt sein dieser Vorlesung. Und viertens der Zoll, hier allerdings nur im Überblick, aus dem Grunde, dass die ganzen, ja, ich nenne es jetzt mal Zollgesetze, EU-Richtlinien und so weiter, sehr miteinander verwoben sind und sehr, sehr durcheinander sind. Das würde eigentlich eine komplette Vorlesung an sich benötigen. Und das weitere Problem ist, dass das Zollgesetz an sich nicht wirklich reicht, sondern man tatsächlich die ganzen Anlagen dazu bearbeiten müsste für die ganzen Güter und Länder. Aber wie gesagt, das reißen wir nur kurz an und ihr werdet dann in diesem Überblick erkennen, warum ich hier nicht ins Detail gehe. Okay, wie versprochen, fangen wir an mit der Feuerschutzsteuer. Dies geregelt im Feuerschutzsteuergesetz, kurz Feuerschutz-STG, und wird auf alle Versicherungen erhoben, zusätzlich zur Versicherungssteuer, welche Schäden durch Feuer abdecken, sofern das versicherte Gut sich in Deutschland befindet. Wenn ihr euch an die Versicherungssteuer erinnert, da gab es halt entsprechende Versicherungen wie Hausrat und so, die nicht voll der Versicherungssteuer unterlagen. Der Anteil, der nicht der Versicherungssteuer unterliegt, der unterliegt der Feuerschutzsteuer, sodass quasi in summa summarum trotzdem 100% unterliegen, halt nur an verschiedene Steuerarten. Und das auch nur aus dem steuerverwaltungstechnischen Hintergrund, um das Geld zu verteilen, weil die Feuerschutzsteuer dann den einzelnen Ländern zugehörig ist. Die Versicherungen, die das betreffen, sind nach § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Feuerschutzsteuergesetz die Feuerversicherung bzw. die Feuerbetriebs- und Erbrechungsversicherung, nach Nummer 2 die Wohngebäudeversicherung, wenn diese auch Feuerschäden abdeckt, und Nummer 3 die Hausratversicherung, wenn diese auch Feuerschäden abdeckt. Ja. Welches Vorgehen empfehle ich euch? Wir schauen uns an die Versicherung, die Bemessungsgrundlage, den entsprechenden Steuersatz und wie sie berechnet werden muss. Wir fangen natürlich an mit der Feuerversicherung bzw. der Feuerbetriebsunterbrechungsversicherung. Hier ist die Bemessungsgrundlage zu finden, § 3 Absatz 1 Nummer 1 Feuerschutzsteuergesetz, und hier wird 40% des Versicherungsentgelts berechnet. Das Versicherungsentgelt ist nach § 2 Feuerschutzsteuergesetz definiert, und zwar als jede Zahlung an den Versicherer, sprich Prämien, Beiträge, Zuschüsse, allerdings auch Erstattungen, die müssen dann wieder korrigiert gegengerechnet werden. Gut, wenn wir nun 40% davon nehmen, unterliegen die den Steuersatz von 22% zu finden in § 4 Absatz 2. Und das bedeutet, dass wir insgesamt das Versicherungsentgelt nehmen, mal 40% rechnen, und dann nochmal bei 22% und damit dann die Höhe der Feuerschutzsteuer ausgerechnet haben. Bei der Wohngebäudeversicherung mit Feuerschutz finden wir die Regelung in Nummer 2 des § 3 Absatz 1. Hier werden 40% des Versicherungsentgelts genommen und nach § 4 Absatz 1 zu 19% unterworfen. Wir rechnen also, um das Versicherungsentgelt die Steuer zu berechnen, mal dieses mal 14% und dann mal 19%. Ähnlich ist die Hausratversicherung mit Feuerschutz, wie gesagt schon in Nummer 3 zu finden. Hier werden nicht 14, sondern 15% des Versicherungsentgelts zugrunde gelegt und auch den 19%igen Steuersatz unterworfen, weswegen wir rechnen müssen, das Versicherungsentgelt mal 15 und mal 19%, um die Feuerschutzsteuer darauf auszurechnen. Ja, machen wir dazu eine kleine Übung. Ich habe hier wieder ein paar Aufgaben ausgesagt und mir die Aufgabe gestellt, beziehungsweise euch die Aufgabe gestellt. Berechne die Höhe der Feuerschutzsteuer in folgenden Fällen unter Nennung der gesetzlichen Grundlagen. Bei allen Fällen handelt es sich um Versicherungen für in Deutschland befindliche Sachen. Ich wünsche viel Erfolg, pausiert an der Stelle wieder das Video und ich springe natürlich gleich zur Lösung, damit ihr nicht ewig auf mich warten müsst. Deswegen viel Erfolg! Okay, kommen wir zur Lösung. Ich brauche hier zwei Folien für. Wir fangen mit 1a an. Das war die Hausratversicherung mit einem jährlichen Beitrag von 2000 Euro unter der Bedingung, der Hausrat ist nicht von Feuer oder Bränden geschützt.
Wir können daher ganz einfach sagen, hier greift § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 des Feuerschutzsteuergesetzes. Wir können keine Angaben machen, da Versicherung nicht der Feuerschutzsteuer unterliegt. Hausrat ist nicht vor Feuer geschützt. Damit fällt auch keine Steuer an. Bei B ist es anders. Hier ist der Feuer- bzw. Brandschutz Teil der Hausratversicherung. Deswegen können wir § 3 Absatz 1 Nummer 3 Feuerschutzsteuergesetz zitieren und sagen, 15% des Versicherungsentgelts sind die Bemessungsgrundlage. Der Steuersatz zu finden in § 4 Absatz 1 sind 90% des Versicherungsentgelts und die Versicherungssteuer, die darauf entfällt, berechnet sich mit 2000 Euro mal 15% mal 19% macht 57 Euro Jahressteuer. So. Dann kommt zweitens, es wird eine Wohngebäudeversicherung abgeschlossen, die eine Versicherungsleistung bei Feuerschäden beinhaltet, mit einem jährlichen Beitrag von 5000 Euro. Die Bemessungsgrundlage ist zu finden in § 3 Absatz 1 Nummer 2 Feuerschutzsteuergesetz und beträgt 14% des Versicherungsentgeltes. Der Steuersatz ist der Regelsteuersatz nach § 4 Absatz 1 Feuerschutzsteuergesetz 19%. Und wir rechnen jetzt ganz einfach die 5000 Euro mal 14% mal 19% und kommen auf eine Jahressteuer von 133 Euro. Drittens war auch nicht schwer. Wir haben hier einen Pkw für eine Vollversicherung für einen Pkw abgeschlossen mit einer Jahresprämie von 1500 Euro. Die Messungsgrundlage ist hier § 3 Absatz 1 Nummer 1 Feuerschutzsteuergesetz. Wir müssen 40% des Versicherungsentgeltes nehmen. Der Steuersatz ist nicht der Regelsteuersatz, sondern der abweichende nach § 4 Absatz 2 und beträgt 22%. Und um die Steuer auszurechnen, rechnen jetzt ganz einfach die 1500 Euro mal 40%, die steuerpflichtig sind, mal den Steuersatz von 22% und kommen auf 132 Euro. Das war's schon zum Thema Feuerschutzsteuer. Ganz anders ist die Schankerlaubnissteuer. Denn die wird von den Gemeinden selbst erhoben und geregelt. Das heißt, von Gemeinde zu Gemeinde gibt es ja andere Regelungen und ihr werdet auch, wenn ihr wie ich im Internet recherchiert, die verschiedensten Varianten finden. Allerdings leider wirkt nie keine gute Variante. Deswegen möchte ich das hier mal verallgemeinern. Wie gesagt, es gibt keine einheitliche Regelung, aber was man so findet, die Steuer beträgt wohl 2-30% der jährlichen Umsatzerlöse. Wenn man das mit Wikipedia überprüft, stellt man fest, aha, die werden das wohl auch so recherchiert haben, denn da stehen dieselben Sätze. Und wichtig ist halt auch, Steuern, wie der Begriff schon sagt und auch in der Definition ist, es muss nicht die Einnahmefunktion als Hauptfunktion haben. Es kann auch eine sogenannte Steuerungsfunktion haben, das hat sie auch, denn hiermit soll der Ausschank von Alkohol eingeschränkt werden. Deswegen gehen wir gleich weiter zum Hauptpunkt dieser Vorlesung, zur Kfz-Steuer. Geregelt wird diese im Kraftfahrzeugsteuergesetz, Kraft-STG. Ich hätte es ja eher Kfz-STG genannt, aber okay, wie man möchte. Wird auf fast alle deutschen Kraftfahrzeuge erhoben und sollte nach folgendem Schema bestimmt werden. Erstens die Steuerbarkeit, denn dann können wir prüfen, ob es steuerpflichtig ist. Und wenn es sowohl steuerbar als auch steuerpflichtig ist, dann fällt Steuer an und wir können uns um die Steuerhöhe kümmern. Ja, dazu müssen wir uns leider einiger, ich nenne es jetzt mal aufwendiger, allerdings eindeutiger Schematas widmen, mit denen wir das ganz klar alles feststellen können. Fangen wir mit der Steuerbarkeit an, und zwar mit dem ersten Teil. Die erste Frage, die man sich hier stellen muss, ist, wird das Kfz widerrechtlich genutzt bzw. gehalten? Falls ja, dann ist es auf jeden Fall steuerbar, und zwar nach § 1 Absatz 1 Nummer 3 Kraft-STG. Falls es nicht widerrechtlich benutzt wird, dann müssen wir schauen, ob es sich um einen Oldtimer oder um ein rotes Kennzeichen für das Inland handelt. Das sind so Sonderkennzeichen, die kriegt man in der Regel für Fahrlehrer etc. Ist es keins von diesen Sonderfällen, dann schauen wir in Teil 2 weiter. Andernfalls müssen wir schauen, handelt es sich um ein rotes Kennzeichen für Prüfungsfahrten? Falls ja, dann greift § 1 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Kraft-STG und ist nicht steuerbar. Wir sind halt komplett raus, es fällt keine Steuer an, weil es gar nicht erst vom Gesetz erfasst wird. Ist es nicht so ein spezielles rotes Kennzeichen für Prüfungsfahrten? Dann können wir sagen, nach § 1 Absatz 1 Nummer 4 Satz 1 ist es steuerbar. So, Teil 2.
Jetzt sind wir hier bei dem Fall, ist ein Kfz ohne Oldtimer oder rotes Kennzeichen. Da müssen wir schauen, ist es ein inländisches, also in Deutschland zugelassenes Kfz? Falls ja, ist es nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 steuerbar, also quasi der Grundfall, was hier für die meisten PKWs zutreffen wird. Falls nicht, müssen wir schauen, wenn es denn schon nicht in Deutschland zugelassen ist, ist es dann wenigstens physikalisch hier in Deutschland irgendwo? Falls nein, dann ist das total uninteressant. Dann greift § 1 Absatz 1 Nummer 2 Satz 1 Kraft-STG, es ist nicht steuerbar. Denn warum sollte man ein Fahrzeug besteuern, was weder in Deutschland zugelassen ist, noch überhaupt sich in Deutschland befindet? Dann müsste man ja quasi jedes Fahrzeug in jedem anderen Land prüfen, was wäre natürlich auch von der Logik her Quatsch. Okay, wir haben jetzt also ein Fahrzeug, das ist zwar nicht in Deutschland zugelassen, aber es befindet sich physikalisch hier. Dann müssen wir überprüfen, ob es sich ausschließlich dem Güterverkehr dient, mehr als 3,5 Tonnen wiegt und in einem anderen EU-Land zugelassen ist. Falls ja, dann haben wir § 1 Absatz 1 Nummer 2 Satz 2 Kraft-STG, es ist nicht steuerbar. Das hat was mit diesen, ich nenne es jetzt mal, Steuervergünstigungen innerhalb der EU zu tun. Ist es nicht so, also wird eine dieser Sachen nicht erfüllt, dann landen wir in § 1 Absatz 1 Nummer 2 Satz 1 Kraft-STG und es wird steuerbar. Ja, wenn es jetzt also steuerbar ist in Deutschland, dann müssen wir im zweiten Schritt klären, ob es denn um einen Kfz-steuerbefreiten oder steuerpflichtiges Fahrzeug handelt, sprich wir müssen die Steuerpflicht überprüfen. Dazu brauche ich mehrere Folien, denn hier hat der Gesetzgeber sich ganz viele Ausnahmen einfallen lassen und die müssen wir halt alle berücksichtigen. Ich habe jetzt mal als erstes das genommen, was ich bald erledigen wird. Ihr seht, die erste Frage ist nämlich, ist es ein Elektrofahrzeug, das bis zum 31.12.2020 erstmalig zugelassen wurde? Umkehrschluss. Ist es danach zugelassen, dann ist es wohl nicht mehr der Fall. Mit anderen Worten, Elektrofahrzeuge, die danach angeschafft werden, sind nicht mehr steuerbefreit. Eigentlich sehr schade, gerade in Zeiten des Umweltschutzes, aber Umweltschutz soll jetzt nicht das Thema sein. Uns geht jetzt Steuern an. So, ist also bis 2020 zugelassen bis zum 31.12. Dann greift § 3d Absatz 1 Kraft-STG steuerbefreit für 10 Jahre ab Tag der erstmaligen Zulassung. Also wirklich der erstmaligen Zulassung. Wenn es abgemeldet und wieder zugelassen wird, löst es nicht die Steuerbefreiung nochmalig aus, sondern nur wirklich quasi für die erste Zulassung. Höchstwahrscheinlich werden wir ab 2020, wenn dann die Vorlesung dann jetzt, sag ich mal, wie alt wird er denn sein, 1,5 Jahr ist, werden wir immer bei Nein landen. Dann müssen wir schauen, ist der Halter blind, hilflos oder außergewöhnlich gehbehindert? Falls nein, kommen wir zu Teil 2. Falls ja, müssen wir überprüfen, ob der Halter bereits eins von der Kfz-Steuer befreites Fahrzeug besitzt, denn es ist pro Blinden, Hilflosen oder ausländisch Gehbehinderten nur eins zugelassen, das steuerlich begünstigt ist. Falls ja, dann kommen wir auch Teil 2. Falls nein, dann müssen wir überprüfen, wird das Fahrzeug für den Gütertransport, den entgeltlichen Personentransport oder von anderen nicht für die Betreuung des Behinderten betrauten Personen verwendet? Falls ja, willkommen in Teil 2, es wird wahrscheinlich steuerpflichtig sein. Falls nein, dann ist es nach § 3a Absatz 1 Satz 1 Kraft-STG steuerfrei. Das mal zusammengefasst, haben wir also jemanden, der blind, hilflos oder außergewöhnlich gehbehindert ist, sprich AG, B oder H in seinem Ausweis hat, dass sein einziges Fahrzeug oder sein erstes Fahrzeug ist, er es nicht für den Gütertransport oder gegen Geld für Personentransport verwendet und nur seine Betreuungsperson mitfährt, dann ist es steuerfrei. Gut, für die anderen Fälle, die dann eher wahrscheinlicher sind, jetzt Teil 2, hier müssen wir zuerst schauen, ist das Kfz nach § 3 der Fahrzeugzulassungsverordnung, kurz FZV, zulassungspflichtig. Grundsätzlich sind das eigentlich fast alle Sachen. Ausnahmen sind hier zum Beispiel Arbeitsgeräte wie Gabelstapler, landwirtschaftliche Geräte können befreit sein, diese Lagerechsen und natürlich auch Sachen, die nicht im motorisiert sind, wie Fahrräder. So, wenn es nicht zulassungspflichtig ist, dann ist es automatisch steuerfrei nach § 3 Nummer 1 Kraft-STG. Falls doch, und das ist halt der wahrscheinlichste Fall, dann müssen wir schauen, ist es ein Fahrzeug, das von der Bundeswehr, Bundespolizei oder dem Zoll verwendet wird.
Falls ja, landen wir in Paragraphen 3 Nummer 2 Kraft-STG und ist steuerfrei. Falls nicht, dann müssen wir schauen, ob das fortzuführende ein Bund, ein Land, eine Gemeinde oder Zweckverband zugelassen ist und dem Wegebau dient. Falls ja, ist es befreit nach § 3 Nummer 3 Kraftfahrzeugsteuergesetz. Falls nicht, müssen wir weiter prüfen, was wir jetzt hier in Teil 3 machen, und uns fragen müssen, ob es denn der Straßenreinigung dient. Falls ja, ist es befreit nach § 3 Nummer 4 Kraft-STG. Falls nicht, ist die nächste Überprüfung, und zwar, ob es sich um ein Fahrzeug für den Feuerwehrdienst, den Katastrophenschutz, den Luftschutz, für Unglücksfällen, den Rettungsdienst oder den Krankentransport handelt. Denn die sind alle nach § 3 Nummer 5 Kraft-STG steuerbefreit. Haben wir auch solch ein Fahrzeug nicht vorliegen? Dann müssen wir schauen, ob es sich um ein Fahrzeug einer gemeinnützigen oder mildtätigen Organisation, die humanitäre Hilfsgütertransporte durchführt, handelt. Falls ja, die sind befreit nach § 3 Nummer 5a Kraft-STG. Falls nicht, prüfen wir hier in Teil 4 weiter, und zwar, ob es sich um einen Pkw oder Omnibus, der 8 oder 9 Sitzplätze hat, handelt und mindestens zu 50% zum Linienverkehr verwendet wird. Achtung, es geht wirklich genau um 8 oder 9 Sitzplätze, nicht mehr. Weniger erst recht, aber mehr auch nicht. Falls ja, dann sind wir nach § 3 Nummer 6 Kraft-STG steuerbefreit. Falls nicht, müssen wir prüfen, ob es sich um eine Zugmaschine, um ein Sonderfahrzeug oder einen Anhänger dafür für land- und forstwirtschaftliche Betriebe handelt. Falls ja, befreit nach § 3 Nummer 7 Kraft-STG. Falls nicht, schauen wir weiter und fragen uns, handelt es sich um ein Fahrzeug, eine Zugmaschine, einen Wohnwagen ab 3,5 Tonnen oder einen Packwagen ab 2,5 Tonnen für das Schaustellergewerbe? Falls ja, diese sind steuerfrei nach § 3 Nummer 8 Kraft-STG. Falls nein, gehen wir zu Teil 5 und fragen uns, handelt es sich um ein Fahrzeug, das nur zwischen B- und Entladestellen verkehrt und Behälter ab 5 Kubikmeter, Wechselware aufbauten oder Kfz-Anhänger transportiert? Falls ja, die sind nach § 3 Nummer 9 Kraft-STG steuerfrei. Falls nicht, müssen wir schauen, ob das Fahrzeug auf einen Diplomaten, Konsul oder derer Beschäftigter eines anderen Landes zugelassen ist und ob in diesem Land für deutsche Abgesandte Kfz-Steuerfreiheit gilt. Also, das ist immer nur quasi, wenn in dein Land steuerfrei ist, dann bin ich nett zu dir, dann mach ich es auch steuerfrei. Gehört es einem solchen Menschen und hat das Land eine Steuerbefreiung für deutsche Abgesandte, dann ist es auch in Deutschland nach § 3 Nummer 10 Kraft-STG steuerfrei. Falls nicht, müssen wir schauen, und zwar, ob es sich um einen ausländischen Pkw handelt, der nur vorübergehend bis zu einem Jahr in Deutschland ist und nicht für entgeltliche Beförderung genutzt wird. Falls ja, dann ist dieser steuerfrei nach § 3 Nummer 13 Kraft-STG. Falls nein, prüfen wir weiter in Teil 6, und zwar, ob es sich um ein ausländisches Fahrzeug handelt, das nur zur Ausbesserung nach Deutschland gelangt ist und vom Zoll als solches bescheinigt ist. Denn diese sind nach § 3 Nummer 14 Kraft-STG steuerfrei. Falls nicht, schauen wir weiter, und zwar handelt es sich um ein ausländisches Fahrzeug, das eine deutsche Straße benutzt, die die einzige Verbindung zwischen verschiedenen Orten des anderen Staates ist. Ja, das wird wahrscheinlich nicht so häufig passieren, aber für den Fall des Falles, das ist steuerfrei nach § 3 Nummer 15 Kraft-STG. Falls nicht, müssen wir wieder prüfen, und zwar, ob es sich um ein ausländisches Fahrzeug von deren Behörden handelt, das nur vorübergehend nach Deutschland gelangt ist und deutsche Fahrzeuge in den anderen Staat von der Kfz-Steuer befreit sind, die diese Voraussetzung erfüllen würden. Falls nicht, ist § 1 Absatz 1 Kraft-STG steuerpflichtig. Das ist natürlich der Standardfall. Falls doch, dann ist es nach § 3 Nummer 16 Kraft-STG steuerfrei. So, damit haben wir jetzt 6 Folien verbracht, die Steuerbefreiung und Steuerpflicht zu klären, um festzustellen, dass die meisten Sachen ja doch irgendwie eher steuerpflichtig sind. So, ist ein Fahrzeug denn in Deutschland steuerbar und steuerpflichtig? Dann müssen wir natürlich die Steuerhöhe ermitteln. Und die Höhe der Steuer bemisst sich nach Hubraum, Masse, Jahr der Erstzulassung und oder Schadstoffausstoß und kann bzw. muss sogar in § 9 Kraft-STG entnommen werden. Die dortigen Angaben entsprechen der Jahressteuer und teilen sich wie folgt auf. Die Details und auch für die Aufgabenberechnung müsst ihr wirklich
diesen Paragraphen entnehmen, das ist viel zu umfangreich und ehrlich gesagt auch zu unnütz, das hier abzubilden. Grob kann man sagen: Bei inländischen Fahrzeugen wird ein gewisser Steuersatz pro Volumen, Hubraum oder Gewicht erhoben, sodass diese mit dem Steuersatz multipliziert werden müssen. Meist kommt dann auch CO2 dazu. Für die meisten inländischen Elektrofahrzeuge wird nur die Hälfte der Steuer erhoben. Für ausländische Fahrzeuge hängt die Steuer vom Gewicht ab und wird für jeden Tag berechnet, an dem sich das Fahrzeug in Deutschland befindet. Für Fahrzeuge mit Oldtimer-Kennzeichen oder Fahrzeuge mit roten Kennzeichen, die nicht Prüfungsfahrten dienen, also die nicht steuerbefreit sind, gilt eine Jahressteuer von 46,02 Euro für Krafträder und 191,73 Euro für alle anderen. Die Steuer wird für inländische Fahrzeuge bei anteiligen Jahren für jeden angefangenen Tag berechnet. Da das jetzt sehr viel ist, mache ich mal eine Ad-Hoc-Übung, um euch zu zeigen, wie ich das angehen würde. Das dürft ihr gerne kopieren. Aufgabe ist relativ simpel gestellt, wenn auch lange zu lösen. Prüfe, ob folgende Fahrzeuge Kfz steuerbar und steuerpflichtig sind und falls ja, wie hoch die zu entrichtende Kfz-Steuer ist. Aufgabe, die ich mir ausgedacht habe, lautet ein LKW aus Ägypten, der ausschließlich zum Güterverkehr verwendet wird und mehr als 3,5 Tonnen wiegt, ist zeitweilig von August bis Oktober, das sollen jetzt mal 90 Tage sein, mir ist klar, dass August und Oktober 31 Tage haben, für ein Bauprojekt in Deutschland. Der Halter ist eine Bau GmbH. Der LKW hat ein Gewicht von 9 Tonnen. Gut, überprüfen wir die Steuerbarkeit, die finden wir in § 1 Absatz 1 Nummer 2 Satz 1 hier in diesem Fall. Und stellen fest, es ist steuerbar. Nach § 1 Absatz 1 ist es auch steuerpflichtig und die Kfz-Steuer zu finden in § 9 Absatz 3 Nummer 2b des Kraftfahrzeugsteuergesetzes sagt 4,60 Euro pro Tag, 90 Tage ist es hier, macht 414 Euro. Und wie immer jetzt die Aufgabe, das was ich jetzt hier gemacht habe, wende das mal bitte an. Für das Jahr 2018 und am besten ihr nehmt euch Stiftpapier oder irgendein anderes Medium, mit dem ihr arbeiten könnt. Versucht die Aufgaben mal selbst zu lösen, damit ihr das auch üben könnt und ich springe natürlich schon zur Lösung und wünsche euch ganz viel Erfolg. Okay, kommen wir zur ersten von drei Lösungsfolien, die ich hierfür benötige. Wir fangen ganz vorne an bei erstens: Ein in Deutschland auf ein Bauunternehmen zugelassener LKW mit einem Gewicht von 13 Tonnen und Schadstoffklasse S1, der am 4.5.17 zugelassen wurde, soll beurteilt werden. Ja, die Steuerbarkeit nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 Kraftfahrzeugsteuergesetz steuerbar, steuerpflichtig nach § 1 Absatz 1 und die Kfz-Steuer müssen wir berechnen, dazu eine kleine Nebenrechnung. Wir haben hier 13.000 Kilogramm. Mal 14,32 Euro aller 200 Kilogramm ergibt 930,80 Euro. Laut unserem Gesetz zu finden in § 9 Absatz 1 Nummer 4b dürfen doch nur maximal 914 Euro anfallen. Also das Maximum ist hier überschritten, deswegen nehmen wir das Maximum 914 Euro und das ist gleich die Kfz-Steuer. Zweitens: Ein in Deutschland auf einen selbstständigen Fahrlehrer zugelassener PKW, der Prüfungsfahrten dient und mit einem roten Kennzeichen, der einen Hubraum von 1850 Kubikzentimetern, einen CO2-Ausstoß von 150 Gramm pro Kilometer hat und am 18.03.2012 zugelassen wurde und über einen Fremdzündungsmotor verfügt, soll beurteilt werden. Ja, nach § 1 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Kraftfahrzeugsteuergesetz ist es nicht steuerbar. Damit sind Steuerpflicht und Kfz-Steuer nicht möglich anzugeben. Die ganzen anderen Angaben waren quasi nur Verwirrungstaktik. Drittens: Ein in Deutschland auf ein Krankenhaus zugelassener Krankenwagen mit einem Hubraum von 3000 Kubikzentimetern und einem CO2-Ausstoß von 420 Gramm pro Kilometer, der am 19.10.2009 zugelassen wurde und über einen Fremdzündungsmotor verfügt. Ja, steuerbar ist dieser und zwar nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 Kraftfahrzeugsteuergesetz. Aber ist ein Krankenwagen befreit nach § 3 Nummer 5 Kraftfahrzeugsteuergesetz und damit können wir über die Kraftfahrzeugsteuer keine Angaben machen, beziehungsweise sagen 0 Euro. Das kommt dasselbe hinaus. Schwieriger wurde jetzt im vierten Fall.
Wir hatten hier einen in Deutschland auf einen Privatpersonen zugelassenen Pkw mit einem Hubraum von 1595 Kubikzentimetern und einen CO2-Ausstoß von 190 Gramm pro Kilometer, der am 4.7.2017 zugelassen wurde und über einen Fremdzündungsmotor verfügt. Und für alle, die sagen, das ist vielleicht irgendwie irreal, nee, das ist eine Standardsache, schon ein bisschen teurer Pkw, gebe ich zu, aber den gibt es wirklich, habe ich extra nachgeschlagen, um ein reales Beispiel zu haben. Und die Ironie ist, dieses Standardbeispiel ist eigentlich auch, wie ihr seht, das schwerste. Aber kümmern wir uns erstmal um die Steuerbarkeit. Nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 Kraftfahrzeugsteuergesetz steuerbar. Und nach 1 Absatz 1 auch steuerpflichtig. Die Berechnung ist ein bisschen tricky. Denn wir müssen schauen, wir brauchen Nebenrechnungen. Ich mache die mal kurz weg, damit wir auch eine Gesetzgrundlage haben. Denn die finden wir am § 9 Absatz 1 Nummer 2 Lit CC Kraftfahrtsteuergesetz. Und die erste Nebenrechnung, die wir machen müssen, ist der Hubraum. Wir haben hier 1595 Kubikzentimeter, müssen auf volle 100er runden, da es für jeden angefangenen 100er gilt, haben also quasi 1600 Kubikzentimeter. Es fallen Steuern in Höhe von 2 Euro pro 100 Kubikzentimeter an, da wir einen Fremdzündungsmotor haben. Multiplizieren wir das mit 1600 Kubikzentimetern, kommen wir auf 32 Euro. Die zweite Nebenrechnung, die wir machen müssen, ist für den CO2-Ausstoß. Das sind 2 Euro pro Gramm CO2 für jeden Kilometer, für jedes Gramm CO2 pro Kilometer über 95 Gramm pro Kilometer. Das klingt kompliziert. Was rechnen wir jetzt also? Wir haben den Preis. Zwar jedes Gramm CO2 pro Kilometer kostet 2 Euro. Okay. Das multiplizieren wir mit der Differenz, die wir haben. Unsere Pkw verbraucht 190 Gramm, oder verbraucht ja komplett falsch, erstellt, möchte ich eher sagen, 190 Gramm pro Kilometer CO2. 95 Gramm pro Kilometer sind frei, heißt es verbleiben 95 Gramm pro Kilometer CO2, die versteuert werden müssen, und zwar mit 2 Euro pro Gramm und Kilometer. Und kommen damit auf 190 Euro quasi für das CO2. Und rechnen wir das jetzt zusammen, 32 Euro für den Hubraum plus 190 Euro für die CO2-Belastung, kommen wir auf eine Kfz-Steuer von 222 Euro pro Jahr. Ja, das letzte Thema, wie gesagt, nur ein Überblick, der Zoll. Die Regelung zum Zoll findet sich in der Zollverordnung und in der Verordnung über die Einfuhrabgabenfreiheit von Waren im persönlichen Gepäck von Reisenden. Wunderbar, geht super flott von der Zunge. Kurz EFVO nennt man auch die Einfuhrverordnung, deswegen vielleicht auch EFVO abgekürzt. Die Regelungen sind sehr komplex, da Freibeträge, Zollhöhe, Einfuhrerlaubnisse und Verbote von den jeweiligen Ländern sowie dem Wert und der Art der Einfuhr abhängen. Daher möchte ich, wie ich schon am Anfang gesagt, nur auf die grundlegendsten und wichtigsten Fakten eingehen. Die Details dazu bitte den entsprechenden Gesetzen entnehmen, sowie der Infoseite des Zolls zu finden unter www.zoll.de/de.html. Das möchte ich in 7 Punkten machen. Der erste Punkt ist, es muss überprüft werden, ob die Einfuhr erlaubt ist, ehe es überhaupt zur Verzollung, also der Abgabe für die Einfuhr, kommen kann. Zoll ist ja nichts weiter als quasi eine Steuer auf die Einfuhr. Gibt auch Ausfuhrzölle, aber ich glaube, die sind in Deutschland nicht so wichtig als Exportschlagerland. Zweitens, für Einfuhren von einem EU-Land zu einem anderen EU-Land fällt kein Zoll an, denn die EU ist eine Zollunion. Die haben vereinbart freie Zölle. Drittens, handelt es sich um eine Einfuhr aus einem Drittland, ist diese vom Zoll befreit, wenn der Wert der Ware die Freigrenze unterschreitet. Hierzu bitte Quittungen aufheben, sonst wird geschätzt und die Schätzung ist meistens sehr hoch. Die Freigrenze zu finden in § 2 Absatz 1 Nummer 5 EFVO beträgt pro Gegenstand folgende Werte. Ausnahmen sind Medikamente, Alkohol, Tabak und Kraftstoffe. Die haben eigene Freigrenzen, bitte dann entsprechend der EFVO nachschauen. Aber für alle anderen gilt, bei einer Einfuhr über Flug oder Schiff 430 Euro pro Person und Einfuhr über Auto, Bahn oder andere 300 Euro pro Person. Viertens, ist die Ware vom Einfuhrzoll befreit, fällt kein Zoll an, auch wenn der Wert die Freigrenze übersteigt. Das sind die zwei Sachen, die man prüfen muss erstmal dann. Ist die Ware nicht befreit und wird die Freigrenze auch überschritten, fällt für den gesamten Wert der Ware Zoll an, deswegen Freigrenze und nicht Freibetrag. Ist der Warenwert pro Stück maximal 700 Euro, wird ein pauschaler Zoll erhoben bis 17,5%,
je nach Herkunftsland, zu finden in Paragraphen 29 Absatz 2 der Zollverordnung. Und last but not least, der siebte Punkt. Ist der Warenwert größer 700 Euro, dann wird ein individueller Zoll laut Zollverordnung erhoben und da kommen dann haufenweise Faktoren dazu, Gewicht, Preis, Herkunftsland, dann gibt es manchmal noch Zuschläge, es gibt so den Anti-Dumping-Zuschlag für Kleidung aus China und so weiter, gibt es haufenweise Sachen, wer sich da mal belesen möchte, kann der gern die Zollverordnung sich durchlesen. Das ist ein Wälzer, ja, der ist recht anspruchsvoll, muss man nett zu sagen. Okay, das war es jetzt auch mit dem zweiten Teil der Vorlesung zu den Verkehrssteuern. Den dritten wird es nicht geben, wir sind nämlich durch damit und werden uns dann in den folgenden Vorlesungen mit den anderen übrigen Steuerarten befassen, wie zum Beispiel den sogenannten Spaßsteuern oder auch den Eigentumssteuern, die wir nicht haben, aber das erst später, sobald die Grundverordnung raus ist. Angeblich zum jetzigen Zeitpunkt hieß ja, man hat sich geeinigt, das heißt, ich warte, dass ich bald daran auch mal konkrete Gesetze finde und das machen kann, spätestens natürlich aber nächstes Jahr, wahrscheinlich dann mit einer eigenen Vorlesung, weil das ziemlich umfangreich wird. Gut, aber genug Ausblicke gegeben. Bis dahin würde ich sagen, danke fürs Zuhören, ich hoffe, es war interessant, ich hoffe, ihr freut euch auf die nächste Vorlesung. Über Lob und Kritik würde ich mich sehr freuen, abonnieren natürlich nicht vergessen, Glocke aktivieren. Ist auch die neue Glocke, wie ich von YouTube heute informiert wurde, die dann wohl wirklich auch funktionieren soll mal. Und ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin sage ich Tschüss.